Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns an der Diebeschotte Mühle getroffen, um am Großforellen-Event teilzunehmen. Mit dabei sind diesmal Katrin, Toni, Dirk und ich. Katrin, Toni und ich standen direkt vor der Hütte am Schongebiet und Dirk hat den Platz bekommen, direkt links neben dem Mönch. Wir angelten zu Beginn direkt alle mit einer Route auf Grund, ob da jetzt ein Bodentaster oder ein Spiro davor war, war egal, und der zweiten Route wurde aktiv geschleppt. Katrin konnte auch direkt die erste auf einen Spoon erwischen. Die Forellen bissen morgens auch wirklich schon extrem gut, da der Besatz einen Tag zuvor erfolgte. Den nächsten Fischkontakt bekam Toni auf seiner Route. Stehen lassen auf Grund, auftreiben mit Powerbait. Schon beim Anhieb und Drill konnte er merken, dass sich diesmal um eine größere Forelle handelt. Ja, ich komme, warte. Tut mir leid, Jungs. Kein Problem, alles gut, alles gut. Ja, warte mal hier. Oh, ja. Wo ist die? Ja. Okay, Pause gleich. Kann ich mir eine anstecken, ne? In der Zwischenzeit, wo Toni die Forelle links außerhalb des Bildes am Drillen war, habe ich meine Grundroute neu ausgelegt, direkt kurz vor dem Schongebiet auf der rechten Seite. Hier konnte ich direkt in der ersten halben Stunde beim Aufbau erkennen, dass zwei bis drei größere Lachsforellen zwischen 5 und 8 Kilo ihre Bahn zogen. Die Route bzw. die Montage war vielleicht eine halbe Minute im Wasser und schon zog die Schnur ab. Verdammt! Kleine oder? Geht, eine kleine. Die kleineren Forellen an diesem Tag hatten ein Stückgewicht zwischen 1,2 und 1,5 Kilogramm. Die größeren Lachsforellen zwischen 4 bis knappe 9 Kilo. Keine Chance,
das? Da hast du den dicken Weg nicht gelohnt. Alter, geht nicht. Nee, danke. Da hast du den dicken Weg nicht gelohnt. Ja, ja, ich hatte direkt gemerkt. Da hat sich doch der 10-minütige Drill von Toni gelohnt. Eine schöne Lachsforelle von 5,7 Kilo Stückgewicht. Petri Toni. Die großen Lachsforellen zeigten sich öfters auch am Ufer. Und in diesem Fall versuchte ich ihr den Gummiköder direkt vor dem Maul vorbeizuzupfen. Das blöde Vieh hier vorne. Echt, hat sie gerade nachgeguckt. Hier kommt sie. Gerade kurz nachgeguckt. Luda. Da die Forellen an diesem Tag bei mir aufs Buhen gar nicht reagiert haben, probierte ich es dann wieder mit dem 70er Mirax. Ich schlänzte den Köder immer wieder an den Uferbereich, ziemlich dicht dran, so 1,50 Meter maximal von der Kante weg. Dort konnte ich einige von den größeren Lachsforellen ihre Kreise ziehen sehen. Als Hauptschnur verwende ich eine 0,06er geflochtene Schnur. Die Verbindung, je nachdem an welchen Teichen ich angel, ob Lachsforellenteich oder normalen Teich, ein Fluorcarbon von 0,16 bis 0,20, an reinen Lachsforellentagen mit Großbesatz immer 0,18 bis 0,20. Sehr schön, Schatz. Jawohl. Dicke Mottek! Die schöne Lachsforelle brachte ein Gewicht von 6660 Gramm auf die Waage. Wirklich ein schöner Fisch. Auf den hellgrünen Gummi. Gerade gewechselt, direkt drauf gebissen. Schnell noch ein schönes Foto gemacht, bevor die Forelle vom Liegen nachher Flecken bekommt.
Den nächsten Biss bekam Toni auf die geschleppte Montage. Da war der Biss. Die Forelle zieht. Ich konnte beobachten, wie die Forelle die Köder auch genommen hat von der Seite. Doch im gleichen Moment hat sie noch wieder ausgespuckt, wie der Toni angehauen hat. Wir haben auf jeden Fall Fischaktivität direkt bei unseren Angelplätzen. Der nächste Biss auf Tonis Grundroute. Man kann schön sehen, wie der Bissanzeigering hochgestiegen ist. Forelle hängt, aber es ist wieder eine kleinere zwischen 1,2 und 1,5 Kilo. Das war so, oder? Also meinst du nicht? Zur Abwechslung war diesmal wieder Katrin an der Reihe mit einem Spoon. Relativ leicht, ich glaube 2,2 oder 2,5 Gramm in derselbe Optik. Dann habe ich auf den Buffform von Trautjager gewechselt. Ich probiere ihn das erste Mal aufzuziehen und teste dann am Wasser, wie das Laufverhalten ist. Falls es nicht so sein sollte, wie ich es gerne hätte, wird kurz nochmal nachjustiert und dann geht es auch direkt weiter. Hier war es noch nicht genauso, wie ich es gerne hätte. Der Köder hat mir zu wenig mit einem leichten Anzug geflankt nach links und nach rechts. Wie gesagt, kurz den Haken nochmal rausgeholt, nachjustiert, eingestochen. Manchmal brauche ich 3-4 Versuche, bis ich es gerne so hätte, aber wenn er vernünftig läuft, fängt er auf. Nochmal kurzer Check durchs Wasser. Ja, genau so stelle ich mir das vor. Ja, aber der Kampf oder so. So weit aber drunter zu sehen.
Der nächste Biss wieder auf Grund. Ich hatte die Grundmontage einen halben Meter auftreiben mit Bienenmade und Powerbait. Und die Forelle hatte noch einen Vorfach in der Schnauze von einem Meter ungefähr mit einem Wirbel und einem kleinen Blei dran. Die Forelle zog an meinem Köder vorbei und hat sich dann hinten mit ihrem abgerissenen Vorfach bei mir in der Grundmontage verheddert. Dadurch bekam ich halt den Biss, den Drill und habe jetzt versucht, die Forelle vorsichtig rauszudrillen, damit sie halt nicht verloren geht. Schnell wieder neu angeködert, diesmal am schwarz-orangenen Teig. Auf den Haken hatte ich schon eine Bienenmade aufgezogen, am Hakenende eine aufgespießt. Den Teig knete ich unterhalb dann an das Hakenschenkelende an. Hier habe ich diesmal den Köder an der Hosenmontage angeboten. Wichtig war es halt, den Köder relativ dicht an das Trennnetz zu bekommen. Die Länge war gut, nur zu weit rechts. In der Seitenaufnahme kann man schön sehen, wo ich genau die Stelle meine, die ich ihm angeworfen habe. Der Köder ist so austariert mit dem Blei, dass er wirklich im Sekundentempo langsam auf Grund sinkt und nicht in einem durchrutscht. Oftmals kommen gerade bei diesen langsamen Absinkphasen die Bisse. Hier konnte ich direkt erkennen, wie ich die Rute in die Hand genommen habe und die ersten Drillfluchten passierten, dass es eine größere Lachsforelle sein muss. Oh mein Gott, nimm mal die Rute weg hier. Ich will auch nicht die Rute. Zeig mal hinten in die Mitte. Die Forelle zog zuerst links rüber, Richtung Insel, drehte dann und versuchte dann hinten an diesem Trennnetz zwischen den beiden Uferseiten sich irgendwo festzusetzen. Nehmen die meine auch aus?
Nee, nee, alles gut. Ich konnte die Forelle zweimal in Oberfläche sehen. Also die war gut über 8 Kilo. Leider Gottes zog sie mir dann in das Netz unten rein. Hier kann man gut sehen, was die Forelle für einen Dampf hatte. Ich fische auf der Stradic eine 020er GTM von Stroff und hatte keine Chance, den Fisch zu halten. Es kam leider, wie es kommen musste. Die Forelle zog unter das Netz, setzte sich da irgendwo fest. Ich konnte spüren, dass ausgeschlitzt ist und hatte dann keinen Druck mehr auf der Rolle oder auf der Route. Und so musste ich dann quasi meine Montage unterhalb von dem Netz abreißen. Ich weiß nicht, was da ist. Keine Chance. Ich weiß nicht, warum die da hinten reingeschwommen ist. Vor allem, was da ist. Nee, Mann, Mann, Mann. Das wäre ihr Preis gewesen. Das war eine richtig gute. Ich muss erstmal ein Würstchen holen. Was mit? Nach einer Stärkung in der Mittagspause mit Achims super Wildschweinbratwürstchen ging es dann weiter. Ja, nächster Biss. Hängt, große. Wieder eine dicke. Ja. Vorsicht, Nadine, eine große. Ja. Kescher gleich mal holen. Natürlich. Wäre gleich das gleiche wäre, die schon mal gebissen hat eben. Jetzt nicht um die Insel rum. Back. Ich krieg zu viel, ehrlich. Auch die Forelle hat nicht richtig gebissen, sondern sich eingewickelt. Ich krieg echt zu viel, ey. Aber die hat dann gebissen. Die hat sich eingerollt. Die hat sich eingewickelt. Einmal Grundmontage neu basteln. Oh, da brauchst du Nerven heute. Leco mio, ey. Wieder Biss auf Grund, wieder eine große Lachsforelle. Das dann kam sie selber. Hier kann man auch schön sehen, was die Forelle für einen Wirbel unter Wasser gemacht hat. Die Forelle zog dann an einem Stück bis hinten auf die andere Seite am Mönch vorbei. Da ich nicht wollte, dass sie sich am Mönch freischuppert bzw. die Schnur reißt, musste ich also hinterher.
Nochmal ein großes Lob an alle Mitangler, die dann ihre Routen noch beiseite genommen haben, dass ich den Fisch versuchen konnte zu drillen. 4 Kilo Forelle. Aber ich meine, jetzt ist er wie hier einmal nicht an seiner Stelle, ne? Ich wollte gerade auch dahin. Direkt Gas geben, ne? Der Köder war komplett da, der war unberührt, die Forelle hatte sich wiedermals, warum auch immer, auf Grund eingewickelt in die Schnur. Das war der Grund, warum ich die Forelle einfach nicht zu Ende drehen konnte. Die nächste Brust bekam der Manuel drauf. Auch hier sah es zuerst so aus, als hätte sich die Forelle eingewickelt. Doch Manuel hat den Köder direkt an der Insel platziert, beim Absinken hat die Forelle den Köder genommen. Bei der ersten Flucht sich in die Schnur eingedreht, und darum sah es so aus, als wenn die Forelle quasi hinten im Schwanz gehakt wäre. War sie aber nicht. Hier kann man noch sehen, da halte ich den Köder in der Hand, um die Forelle zuvor eigentlich zu nehmen sollen. Aber wirklich unberührt war. Weder der Teig war angeknabbert, noch die Bienen waren dann beschädigt. Wenn ich Manuel gewesen wäre, wäre ich 1000 Tote in dem Moment gestorben. Das Schlimmste, was passieren kann, drei Kescher, um eine Forelle zu kriegen. Zack, da ist sie drin. Jute Jange. Pizza Manuel, toller Fisch. Wir fangen jetzt heute mit dem Lasso, oder wie war das? Ja, ja. Soll er sein Glück noch wieder, oder? Ja, mal wieder einer. Ich will noch
Auch hier kann man gleich wieder schön sehen, die Forelle, die sich direkt am Ufer dreht und einen schönen Schwall hinterlässt. Manuel ist dann circa um 15 Uhr gefahren. Er konnte zwei schöne große Lachsforellen erwischen. Das Fazit von mir und von Toni ist so ausgefallen, dass wir jede eine große kriegen konnten. Meine hatte 6660, die von Toni 5700. Ich hatte noch drei kleine Lachsforellen. Katrin konnte mit vier Lachsforellen nach Hause fahren, im Gewicht zwischen 1,2 und 1,5 Kilo. Dirk hat an dem Tag weniger Glück. Er stand zwar direkt am Mönch, der eigentlich ein guter Platz ist, aber die Forellen wurden wirklich zwei Plätze links und zwei Plätze rechts neben ihm gefangen. So ist es manchmal, kann man nichts dran ändern. Wir werden das nächste Mal am 5.01.2020 wieder vor Ort sein, wieder an einem Großforellenbesatz. Wir hoffen, das Video hat euch wieder mal gefallen. Wir wünschen euch schöne Weihnachten, besinnliche Feiertage, kommt gut ins neue Jahr und macht es gut. Bis dahin, tschüss!